Hallo liebe Freunde, Namaste. Ich bin Sulanda aus Indien und wir hatten gestern wieder einen Einsatz in einem Village. Village heißt hier Dorf, würden wir sagen in Deutschland. Dorf, in einem Dorf, unglaublich am Ende der Welt, so kam es mir vor. Die Straße ging auch nicht mehr weiter da hinten. So, da leben nun die Menschen. Die Landschaft ist herrlich, ist wirklich erholsam herrlich. Aber niemand achtet auf die Landschaft, niemand achtet auf die Menschen. Die sind allein gelassen, ganz da hinten. Sie haben keinen Job, kein kleines Geschäft. Sie können nicht mal irgendwo ein Stück Obst kaufen oder was sie gerade brauchen. Milch, Brot, Mehl haben sie nicht da. Sie müssten sich von dem nicht vorhandenen Geld 20 Kilometer entfernt was kaufen. Das kostet natürlich eine Rikscha-Fahrt hin und zurück. Gut, das machen sie auch manchmal gemeinsam. Rikscha-Sharing, sagen sie dazu. So, ein Freund von uns hatte ausfindig gemacht, dass da sehr viele alte 70, 80-Jährige leben. Ja, ihr werdet sehen, ein kleiner Film, paar Bilder. Jeder zweite geht am Stock, kann nicht stehen alleine, braucht Hilfe. Aber von wem? Es ist niemand da. Sind ja alle in derselben Situation. Die Kinder sind weggezogen in große Städte, um Geld zu verdienen. Ja, leider vergessen sie dabei auch ihre Eltern und Großeltern. Sie kommen nicht mal sie besuchen, so hörten wir das. Und sie alle haben einen traurigen Blick, traurige Augen. Ich habe sie genannt, die Augen der Vergessenen. Ja, und da sagt unser lieber Sadhguru Dev, geht doch mal dahin und bringt was. Eine kleine Geschichte dazu, es ist wie ein Mirakel, wie ein Wunder. Ich habe seit Monaten ein laminiertes, großes Baba-Bild hier bei mir in der Ecke stehen. Ich wusste, es kommt ein Tag zum Einsatz. Ja, und meine Haushaltshilfe sagte, bitte gib's doch mir, jetzt steht es schon so lange da. Verstaubt er bloß. Gut, gute Sichtweise, aber immediately, sofort kam die Antwort, nein, dieses Bild ist bestimmt für jemand. Ich wusste nicht für wen, also lassen wir es da stehen. Und gestern nahmen wir dieses Bild mit. Keiner hat danach gefragt. Wir wissen auch nicht mal, ob die einen kleinen Tempel haben für die Allgemeinheit. Ja, und wir brachten dieses Bild mit den Essenspaketen. Und da war der Häuptling, der, so wie ich ihn nenne, der Wohngemeinschaft der kleinen Häuschen, also war da und sagte, ich möchte dieses Bild haben. Ich bete seit Wochen, seit langer Zeit bete ich dafür zu Baba, bitte, ich möchte so gern ein Bild von dir. Ich kann es ja nirgendwo kaufen, ich kann ja nirgendwo hin, ich kann ja kaum laufen. Er konnte nicht einmal aufstehen alleine von dem Stein, auf dem er saß. Ihr werdet es dann sehen an einem Bild. Ja, und meine Helfer überreichten ihm das Bild und Tränen liefen ihm unentwegt übers Gesicht. Das war das größte Geschenk, sagt er, was er in diesem Leben erhalten hat. Sein Wunsch wurde vom Baba erfüllt und es wurde ihm gezeigt, Baba hört auf seinen Wunsch und Bitten und Gebete. Das war toll. In den Paketen
wie ihr sehen werdet an einem kleinen Film, den unser Sewa-Mann Naveen gemacht hat. Ich habe diesmal das Paket aufgemacht. Jede Tüte ist 1.000 Rupees, 10 Tüten sind 10.000 Rupees. Und in diesem Fall waren es nicht so viele. Kleine Wohngemeinschaften, wo da ein paar Häuschen zusammenleben. Schon jeder für sich. Aber jeder hat nur ein Zimmer, gemeinsames Bad irgendwo in der Mitte der Häuser. Also in den Tüten war, wenn drin, Öl. Öl ist im Moment in Indien, in ganz Indien das teuerste, Sonnenblumenöl. Dann eine bestimmte Sorte Reis, alle Sachen, was ich jetzt aufzähle, die sie selber nicht sich kaufen können. Sie haben ja kein Geld. 2.500 Rupees ist die Rente für eine Witwe oder Rente allgemein, Altersrente und so. Mit dem müssen sie leben. Es sind 30 Euro, circa, je nach Umwechselkurs. Ja, sie sind alle sehr dünn und schlank, kein Übergewicht. Sehr witzig. Naja, Spaß muss sein, sonst wird es ja traurig in unserem momentanen Leben. Also da war der Reis, der spezielle, dann Dal, dann ein spezieller Dal, dann bohnenähnliche, sehr gehaltvolles Gemüse getrocknet, Gewürze, Haaröl, Haarwaschmittel, dann alles nur ein bisschen was, gell? Ich meine, bei so vielen Sachen kann man nicht kiloweise das einzeln weitergeben. Ja, und dann, was haben wir da noch alles drin gehabt? Dann Waschpulver, Waschseife. Und wie gesagt, die Gewürze. Auch die Gewürze, obwohl sie von Indien meistens stammen, sind auch sehr teuer. Tee, Milchpuder und andere Kleinigkeiten. Ein paar Chips haben wir diesmal auch noch dazu. Ja, das ist alles da drinnen. Sehr gehaltvoll und kurze Zeit kommen sie damit aus. Wir überreichten ihnen das. Und sie waren glücklich. Kleines Schimmern eines Lächelns bei dem einen oder anderen. Und dann kamen da noch ein paar Männer mit ein paar Stromleitungen. Die haben dann auch noch Baba-Bilder, Vibhuti und Bananen bekommen. Auch die waren dann anschließend glücklich. Ja, es sind alles Gesandte von Gott. Er weiß, wann, wo, wer ist und was es da gibt und wer was braucht. Gell? Ja, also dann, wie gesagt, dann kam die Bildüberreichung am Ende. Und wirklich, sie waren alle glücklich. Am liebsten hätten natürlich alle so ein Bild gehabt. Aber das geht leider nicht. Das ist nicht in unserem Budget. Es sind meistens die Kalender von mir, die wir jedes Jahr zum Jahresbeginn bekommen am Dashanplatz mit wunderschönen Baba, segnenden, lächelnden Baba. Und das lassen wir dann laminieren. Also es wird dann mit einem speziellen Mittel in Hochglanz hart fest hergestellt. Und das sind dann unsere Bilder, die wir dann weitergeben. Manchmal kaufen wir auch ein Baba-Bild und lassen es laminieren. Tja, das ist die Bildergeschichte. Kleine Wunder geschehen bei jedem unseren Einsätzen. Es ist toll. Verschiedene Bilder. Ihr seht ja die Alten dann sitzend in den kleinen Bildern und Filmen und
die Pakete in Empfang nehmen. Die Männer mit den Handtüchern um den Hals, das sind die von der Straßen, von den Leitungsarbeiten. Die erschienen plötzlich bei uns. Und wir haben noch nie jemanden weit geschickt, wenn wir nicht noch was hatten. Dann fuhren wir weiter, verabschiedeten uns liebevoll. Ich versuchte dann immer, jemanden am Gesicht zu streicheln oder in die Augen zu schauen und liebevolle Worte zu finden. Und sie kommen von ganz allein, stehen von mir mit großen Augen. Mit der Frage, was nun? Sie haben eigentlich, was ich aus den Augen und Gesten lesen kann, sich selber schon aufgegeben. Da war kein Funken Glück, außer bei dem Bild mit Baba. Es war kein Funken Glück mehr zu sehen, keine Hoffnung. Aber es ist nicht verwunderlich, wirklich nicht verwunderlich. So, dann haben wir, dann kommen dann auch ein paar Filme. Alles wird von Tanja dann aussortiert, was sie euch gerne mitteilt. Alles zusammen wäre zu lang, aber die verschiedenen Bilder sind wirklich eindrucksvoll und man kann darin erkennen. Ich war natürlich da ganz wichtig am Platz. Ich gehe am Stock seit einem Jahr nach 3 Stürzen. Inzwischen waren es schon 5, ja, stimmt. Ja, es wurde mir gesagt, ich habe Parkinson. Und dann habe ich die Knieprobleme. Und die letzten Monate konnte ich nicht mehr laufen. Und darum war die große Stille um mich. Und ihr bekommt nichts von mir. Navin musste selber seinen Weg bahnen. Wir haben ja 18 Familien, auch hier in unserem Wohnort. Alte, Gelähmte, Blinde, Behinderte, Poliokranke, Herz- und Asthmakranke. Die Frau wurde gestern bei uns im Hospital operiert. Einen gelähmten Mann, der wurde an der Straße abgelagert in der Regenzeit letztes Jahres. Er bekam eine Wellblechhütte zum Schutz gegen das Wetter und er ist glücklich. Wir wollten ihn in ein Altenheim für Kranke bringen. Er sagte, nein, er fühlt sich wohl. Er hat einen Helfer und es ist toll, es ist einfach toll, das zu sehen. Dann haben wir einen blinden Mann, leider im dritten Stock. Er möchte aber auch nicht umziehen. Wir würden ihm eine Parterrewohnung besorgen, Zimmer. Er möchte nicht, weil er sich da eingewöhnt hat und weiß, wo alles ist. So ist es bei blinden Menschen. Ja, eine Frau mit gebrochenem Fuß. Sie wird nicht operiert, weil sie unterernährt ist, bis jetzt noch. Sie muss ihr Leben so meistern. Eine Frau, sie hat die Wirbelsäulen verschoben und lebt mit Schmerzen bei jeder Bewegung. Ja, und so durch die Reihe. Eine vierköpfige Muslimfamilie. Denen geht es relativ gut. Sie sind sehr dankbar für alles, was wir für sie tun. All diese Menschen, die 18 Familien, bekommen von uns, von eurem Donationgeld, bekommen sie Frühstück, Mittag und Abendessen. Sie bekommen manchmal an Fasttagen Brassat, göttliche gesegnete Geschenke. Sie bekommen Kleidung, wenn sie es beantragen. Und langsam hat sich rumgesprochen, sorry, was Navin und ich alles bewirken und was das Neueste ist, dass wir eine Ziege bekommen, 2 Ziegen bekommen haben, eine Kuh und ihr Baby. Und wir haben auch schon Familien ausfindig gemacht. Ein Mann, ein anderer Mann
aus Chennai spendiert immer Nähmaschinen. Das ist für die Frauen, die niemand haben in der Familie. Mit den Nähmaschinen können sie kleine Sachen machen. Sie haben alle eine Nähschulenausbildung in ihrer Nähe. Und sie bekommen die Nähmaschinen, können Saris machen und Petticoats und Sari-Blusen und was sie alles eben machen können, was sie gelernt haben. Ich finde das so toll. Also zwei Ziegen, eine Kuh und ein Baby dazu. Die Familie kann dann, die muss die Kuh füttern, kostet ja auch ein bisschen was, gell? Aber dafür haben sie Milch. Milch, überflutend Milch, hoffen wir, dass sie verkaufen können. Mit diesem Geld können sie Futter kaufen und ihr Leben meistern. Tolle Geschenke. Und sowas bringen wir halt dann aufs Land. Es wird alles organisiert von Navin. Er ist Inder und weiß, wie das geht mit seinem Freund Lakshmana. Die zwei sind unersetzlich. Ist ja egal. Also dann am Schluss ist unser der Höhepunkt. Dann besuchen wir meine Freundin. Sie ist total gehbehindert. Sie hat verkrüppelte Beine, die so ineinander verschlungen sind. Und sie kann nur auf den Armen vorwärts rappen. Und sie lebt mit ihrer Mutter. Ihre Mutter war nicht da, die war im Feld und verdient dort den Unterhalt für sie beide, Mutter und Tochter. Die Tochter ist im Haus. Und sie ist glücklich und überglücklich. Ihr seht es ja an den Bildern dann oder an dem kleinen Film, weiß ich nicht mehr. Und am liebsten umarmt sie mich und streichelt mein Gesicht. Und ich mache das Gleiche bei ihr und sie ist so happy, sie strahlt. Wie kann man mit so einem Leben strahlen, denke ich mir. Aber sie ist zufrieden, sie ist so aufgewachsen. Sie akzeptiert ihr Schicksal und das ist das, was sie auch ausstrahlt. Gelassenheit, Dankbarkeit und Freude. So Leute, jetzt muss ich wieder aufhören, sonst wird das Ganze zu lang. Tanja wird sich damit beschäftigen, wenn sie mal Zeit hat. Sie muss ja das alles aussortieren und dann zusammenschneiden, wie auch immer. Jeder von uns gibt seine Schärfchen dazu, dass das ein Film für euch alle wird, die ihr das jetzt anschaut und vielleicht euer Herz berührt, was ich sehr wünsche, für eine Donation. Wir können jeden einzelnen Euro gebrauchen. Jeden Pfennig, wirklich. Und wir sind auch dankbar für das. Und wir geben es nur an diese Menschen, für diese Aktionen, die wir machen. Ja. Nächsten Monat fahren wir wieder 60 Kilometer, noch ein Stück weiter, aber in dieser Region, wo wir waren. Okay, liebe Freunde. Namaste, Namaste, Namaste. Gott segne euch alle und danke. Mir nicht sehr gut. Das ist ja ganz normal hier in Indien, up and down. Immer wieder mal zwischendurch die Erneuerung und Regeneration von allem in unseren Körpern. Aber wie ihr seht, bin ich wieder frisch zurückgekehrt zu meinem Posten, dem Seva. Seva, selbstloses Dienen für die Menschheit und für Gott als Instrument, als Mitarbeiter. Ja, ihr Lieben, unser letzter Einsatz war Navan Seva, Grama Seva, das heißt Seva in Dörfern, und Essensverteilung. Und es wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Es war eines meiner schönsten Einsätze allgemein. So viel Freude und so viele Menschen. Und die werden ja immer mehr. Und es spricht sich immer weiter um. Zu anderen Dörfern. Und kommt zu uns auch, bitte. Die haben ja oft nicht einmal einen kleinen Laden, um irgendwas zu kaufen.
ganz allein gelassen in der Pampa, wie wir sagen, irgendwo in der leeren Landschaft. Gut, die Landschaft ist nicht leer, die ist wunderschön und grün nach der Regenzeit. Ja, ihr Lieben, so und dann, eure Spendengelder sind unglaublich gut angelegt und jeder Euro, jeder Pfennig ist eine Wohltat. Es ist ein Essenspaket mehr und noch ein Essenspaket mehr. Und wie ihr auf den Bildern, die Tanja bestimmt schon zusammengeschnitten hat, inzwischen sehen könnt, so ein Gehgerät, natürlich nicht so luxuriös mit voll gepumpten Reifen, sondern einfach, wo die dahin hackeln, ding, 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 sich festhalten und sich freuen, endlich frei zu sein, mit diesen, auch mal zum Nachbarn zu gehen, was ja oft nicht möglich war. Mir gefällt auch der Zusammenhalt in diesem kleinen Village. Wir waren da in einem Village, da wir eine Donation bekommen haben über zwei Nähmaschinen, die uns frei standen, dorthin zu bringen, wo sie am nötigsten gebraucht werden. Es waren zwei junge Frauen, die ihre Familie damit ernähren können, Sari-Blusen, Unterrock und solche Sachen zu machen und Kinderkleidung. Mitten in einem Dorf irgendwo in der Landschaft von Indien. Glückliche Menschen, diese Strahlen. Es war ein unglaubliches Strahlen. Der ganze Einsatz war Strahlen. Wir hatten ja begonnen mit dem halbseitig Gelähmten in Emanobali. Der ist so 10 Kilometer außerhalb von Buddhapati. Der hat von seiner Familie wurde er auf der Straße einfach zurückgelassen. Vor 2 Jahren in der Regenzeit, ohne alles. Ja, und die Polizei kam dazu, Navin hat ihm zu essen gebracht und was anzuziehen und einen Schirm über ihn. Er lag da im klitschenassen Regen. Und das Schöne ist, dass ich mitteilen kann, man sieht so eine blaue Hütte, wo er drinnen sitzt. Er kann ja nicht gehen. Und da sitzt er da drinnen und diese Hütte wurde von der Regierung gebaut, für die Polizei. Ein Polizist interessiert sich für das und sein Herz und sein Mitgefühl war geöffnet. Und sein Vorgesetzter erlaubte, da eine Blechhütte da hinzustellen, an dem Straßenrand, wo er gefunden wurde, ohne alles. Ich liebe diesen Einsatz. Und diesen Mann, es ist ein einziges Strahlen, er hadert nicht, er ist nicht böse mit irgendjemand und mit sich und der Welt. Er schaut dich an und ein Leuchten kommt aus seinen Augen, aus Dankbarkeit, dass irgendjemand auf diesem Planeten Erde sich um ihn kümmert jetzt, nachdem er so fallen gelassen wurde von der eigenen Familie. Und so hatte ich mehrere, auch Navin ist ja mein Partner. Safe Life heißt unsere kleine Firma. Und mit jedem Donation, also Spenden, Rupee und Euro, wird solche Einsätze gemacht. Dann sind wir am gleichen Tag, wir hatten ja Besuch aus Liechtenstein, sind wir dort noch weitergefahren. Und wie gesagt, dort die zwei Nähmaschinen. Ganze Village war glücklich über diesen Einsatz. Und dann im nächsten Dorf, die baten uns auch schon seit Wochen zu kommen. Im letzten Dorf war dann dieses Gehgestell und viele Stöcke, Gehstöcke. Aber das sind halt einfache, stabile Stöcke, orthopädische Stöcke, die mir da nach Anmeldung eben besorgt haben. Und dann fuhren wir wieder langsam zurück. Unser Abschluss ist dann eine kleine Tüte Mangosaft. Und wir freuen uns alle unglaublich darüber. Das ist unser Dankeschön an uns selber. Aber es war herrlich, es war herrlich. Und ich habe mir gerade erst die Bilder nochmal angeschaut. Es ist einfach um die Frau mit der großen Ziege und dem Hund und und was so alles dann vorfällt in der Zeit, in der wir da unterwegs sind, eigentlich Fokus zu helfen mit diesen Dächern und Häusern und Regen
Feste. Wir haben ja Regenzeit und es pritschelt ja manchmal ganz schön runter. Müsst ihr euch so vorstellen, gell? Und dann haben die jetzt ein Dach und die andere Familie hat noch einen gepflasterten Boden dazu bekommen. Die lebten ja auf schwimmenden Sand sozusagen, das von der Straße ins Haus rannte. Und alle sind glücklich. Manche kriegen dann noch ein bisschen Geld von uns für kleinere Unkosten, die sie noch benötigen und beantragt haben. Und da sieht man auch noch zwei Matten, eine blaue und eine rote, ist von einer Südafrikanerin, die ihre Wohnung aufgegeben hat in Butterparty. Sag ich, das können wir gut brauchen für die Familie. Die hat jetzt Pflasterboden, eiskalt. Dann haben die wenigstens einen Untersatz, ein bisschen wärmer zum Liegen. Ja, Leute, dann mache ich wieder Schluss. Es war ein kurzer Einsatz dieses Mal. Nicht so lang, wie ich sonst rede. Aber wie gesagt, es ist ja schon, wann war das? Na, wie am 17. Juli, I think so. Und zwischendurch war ich ja ganz schön am Boden zerstört. Also Yolanda, rundum Erneuerung, Zellen, Moleküle, Atome, alles wurde ausgetauscht. Ich war kaum körperlich, geistig, mental erreichbar. Aber wie ihr seht, ich habe mich erholt, zurück in neuer Frische. Und ich bin glücklich, für Gott weiterarbeiten zu dürfen. Denn ich war schon verzweifelt und sagte, lasst mich doch gehen. Ich möchte nach Hause. Langsam wird es zu viel, diese Transformationsgeschichte. Ja, es hieß, du bist noch nicht fertig, deine Arbeit ist noch nicht beendet. Sei mutig und geh vorwärts. Und da bin ich und beginne wieder mit eben dieser kleinen Erklärung zu den Bildern, die Tanja euch zeigen wird, und kleine Filmchen und der Freude. Alles Liebe, ihr Freunde, eure Yolanda, Gott segne euch. Namaste.